Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, was sehen wir hier? Etwas Großes liegt auf der Lauer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das ist. Werden wir sehen, müssen wir gucken. So, machen wir erstmal einen Screenshot, schließen die ganze Angelegenheit und sammeln erstmal unsere Kohle ein. Gucken, was wir dann auf Tasche haben. Also ihr seht schon, 4,6 Mille habe ich hier schon auf Tasche. Ich spare natürlich ohne Ende. Das liegt aber daran, dass ich hier einfach mal erstmal keine Nahrung mehr produziere. Also ich spare auf jeden Fall meine Kohle. Von daher läuft das auf jeden Fall relativ gut, weil nahrungstechnisch brauche ich hier nicht investieren. Da haben wir noch so viel auf Tasche. Von daher habe ich mir gedacht, werde ich erstmal mein Gold sparen, um dann natürlich meinen Park eventuell später noch zu erweitern. Und. Also ich weiß ja nicht, erweitern können wir den eventuell noch ja nicht. Doch, können wir. Cool, das machen wir auch gleich. Können wir uns ja gleich mal raussuchen, wo wir hier uns weiter erweitern sollen. Ob ich hier weitermache oder ob ich vielleicht hier oben weitermache. Da bin ich mir noch nicht so wirklich sicher. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Wieso nicht, was hier das Optimum ist, wie man sich weiter erweitern soll. Das hört sich zwar ein bisschen scheiße an, weiter erweitern, aber ist nun mal so. So, dann werden wir hier erstmal unsere komplette Kohle einsammeln und gucken natürlich, was hier noch für ein Event am Start ist, weil die Wahl, wir können ja auf jeden Fall wieder ein neues Paket bekommen. Haben schon einen Kampf gemacht, glaube ich, und müssten noch zwei Kämpfe machen. Da werden wir uns gleich mal die Lage ansehen und gucken, was wir da so machen müssen. So, das haben wir erledigt. Kohletechnisch sind wir gut bestückt. 4,8 Mille haben wir auf Tasche. Von daher läuft es. Sieht relativ gut aus für uns. So, dann werden wir erstmal hier gucken, wen wir hier ausbrüten. Und zwar habe ich da natürlich einen neuen Dino, den Velociraptor haben wir hier am Start. Richtig Hammer. Auf jeden Fall ein richtig cooles Vieh. Den haue ich hier erstmal hin. Platziere den da so perfekt. So muss es sein. So, dann haben wir den hier am Start. Können den natürlich jetzt erstmal bis auf Level 10 füttern. Das machen wir natürlich. Oh, hier seht ihr natürlich, was der jetzt schon für Power hat. Und was er dann gleich auf Level Nummer 10 habt, ist natürlich doch ein Unterschied. So, 217, 83. Das läuft auf alle Fälle. Zwischen wir erstmal wieder zurück. Sammeln jetzt hier unser Gratis-Paket ein. Oder wollen wir erstmal in den Kampf gehen? Ich weiß jetzt selbst ohne, was natürlich sinnvoller wäre. Ich würde sagen, erstmal brüten wir hier ihn aus. Können uns natürlich hier ihn raussuchen. Den wir wollen. Wen haben wir hier? Alter, geil. Den haben wir ja auch noch. Einen sehr seltenen Dino. Dann würde ich sagen, werden wir den erstmal ausbrüten. Oder wollen wir hier von ihnen ausbrüten? Oder ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nehmen wir den. Den Diplosaurus, okay, wie lange dauert der? 3 Stunden? Haben wir den schon mal am Start? Ich glaube schon. Würde ich jetzt einfach mal nicht wissend behaupten. Gehen wir einfach mal durch und gucken, was wir hier am Start haben. Den Diplosaurus. Da haben wir ihn, auf 20 haben wir den schon. Das ist natürlich geil, weil die Wahl ja schon relativ stark, würde ich sagen. 184, 17, na gut, okay. Jetzt stärkere, von daher habe ich jetzt nichts gesagt, würde ich sagen. So, dann brüten wir natürlich den nächsten auch noch aus. Was haben wir hier? Da werden wir erstmal die Evolution abchecken. Yo, geile Sache. Wir haben den nächsten Dino evolutioniert, und zwar den Argentinosaurus. Den platzieren wir und pimpen den natürlich erstmal weiter bis auf 20. Wir haben den ja schon einmal auf 40, von daher brauchen wir den jetzt nicht so unbedingt. Aber ich nehme natürlich mit. So, hier können wir uns auf 14 mal angucken. So stark ist er natürlich auch auf 40 nicht. So, was können wir dann? Max-Stufe, diese Dinosaurier-Stufe erreicht. Glückwunsch, yo, wissen wir Bescheid. Entwickeln, da haben wir keinen nächsten. Gut, okay, dann können wir hier auch erstmal wieder zurückgehen. Haben das natürlich auch erledigt. Jetzt können wir natürlich gucken, wen wir hier eventuell noch evolutionieren können. Da gehen wir einfach mal durch und gucken, was wir da für Dinos am Start haben. Den könnten wir auf jeden Fall evolutionieren. Das machen wir auch. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Den pimpen wir auf 10, können ihn dann auf Level Nummer 11 pimpen, dann bis auf 20 und die Bienen natürlich auch evolutionieren. Dann haben wir die alle auf 30 und können den bis auf 40 hochpimpen, wenn wir uns natürlich eine Weile Zeit lassen. So, 5 Minuten dauert's, machen wir das gleich, würde ich sagen, und können dann auch erstmal in den Kampf gehen. Ist vielleicht das Sinnvollste, was wir machen können. Deshalb würde ich einfach mal sagen, probieren wir es einfach mal aus. Hier seht ihr natürlich auf Anhieb, oh Mann, oh Mann, hier haben wir 3 Pflanzenfresser als Gegner. Das heißt, wir können auch nur mit Pflanzenfressern agieren. Von daher machen wir das auch. Ich würde sagen, den ziehen wir erstmal zurück. Nehmen natürlich jetzt erstmal einen anderen. Ich würde sagen, Bonita Saura nehmen wir. Dann nehmen wir den und den und gucken einfach, was geht. Ich bin gespannt. So, gehen wir in den Kampf und gucken, wie wir uns verkaufen. Oh, sorry, ob wir nun packen oder nicht, das ist natürlich die nächste Frage. Aber ich würde sagen, wir checken das einfach ab. Ich nehme den Kampf oder den Schlag erstmal mit in die nächste Runde. Macht der Gegner natürlich auch. So, wie geht's weiter?
Wollen wir jetzt mit Dreier angreifen oder sagt er, nee, nehmen lieber nochmal welche mit in der nächste Runde? Ja, nehme ich die Dreier nochmal mit. Der blockt ihn, das war natürlich Bombe für uns. Der hat jetzt auch drei Schläge. Was macht er? Greift er an? Der greift mit Dreier an. Okay, okay, okay. Reicht das? Alter, der macht uns platt. Das war bitter. Ich habe gedacht, dass es nicht ausreicht. Aber gut, okay. Jetzt haben wir sechs Schläge. Können jetzt natürlich agieren, so wie wir wollen. Werden mal einen blocken und zwei nehmen wir mit in die nächste Runde. So, dann machen wir den erstmal platt, blocken natürlich jetzt noch ein bisschen und haben gleich noch mal ein paar Schläge für die nächste Runde. Ist auf jeden Fall Bombe. Gucken, was der jetzt mit uns veranstaltet. Ich bin gespannt. Okay, wir blocken. Er macht nichts. Alles klar. Wir haben sechs Schläge am Start. Könnten die natürlich alle sechs mal raufkloppen, wenn wir wollten? Das ist natürlich die Frage. Blockt er? Der blockt nicht mal, ey. Ey, ist das bitter. Was hab ich denn gemacht? Ich hätte jetzt nur angreifen müssen. Jetzt hat er sieben Schläge. Knallt uns natürlich weg, wa? Nö, macht er nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein paar Lebenspunkte. Haben hier noch ein paar Schläge am Start. Von daher passt es. Ich würde sagen, hier haben wir einfach mal zwei Ruff. Blocken zwei und nehmen drei mit in die nächste Runde. Gucken, ob es reicht. Alter, der blockt zwei. Ja, nicht so blöd von ihm. Na, ich hätte nicht so viel blocken müssen. Das war auf jeden Fall mein Problem, würde ich sagen. Aber jetzt sind wir gleich dran und hauen jetzt einfach mal richtig was drauf. Jetzt ist es mir egal, ey. Viere. Und dann nehme ich drei mit in die nächste Runde. Drauf geschissen. Ey, jetzt blockt der vier, Alter. Will der mich verarschen? Ey, jetzt haben wir uns selbst verkackt, ey. Gibt's ja gar nicht. Jetzt haben wir 5 Ruf und nehmen 2 mit. Ja, jetzt kloppen wir wenigstens weg, Mann. Trotzdem eine bittere Aktion, also wir haben uns ganz schön lange da aufgehalten. Das ist auf jeden Fall nicht so gut gelaufen. Wir hätten viel schneller einfach mal richtig ruffieren sollen. Das Gute ist, wir haben 4 Lebenspunkte. Jetzt hier der mit 3 Ruff knallt und zwar weg. Aber wir haben natürlich noch einen Dino im Petto, mit dem wir natürlich richtig abdrehen können jetzt. Von daher passt es. Der ist natürlich auch relativ stark. Haben 6 Schläge auch am Start. Von daher würde ich sagen, kloppen wir alle 6 Ruff und gucken, was geht. Ob es reicht oder nicht, werden wir sehen. Ich glaube schon. Jo, den knallen wir weg. Richtig geiles Ding. Den zweiten Kampf haben wir auch für uns entschieden. Von daher ist da alles wieder im grünen Bereich. Einen Kampf müssen wir noch machen, um das nächste extrem seltene Paket zu bekommen. Ich hoffe natürlich, dass wir packen. Jetzt kriegen wir erstmal unsere DNS 150 Dinger. Die nehmen wir mit. 5 Stunden 47 Minuten jedes Event noch. Da müssen wir gucken, was wir noch so reißen können. Alter, was hat der denn hier für ein Dino zum Schluss? Ah, jetzt können wir alle wieder mitnehmen, wa? Oder? Pflanzenfresser sehr selten, 11, okay, 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 das ist erstmal richtig cool, dass wir jetzt natürlich noch ein paar andere mitnehmen können. Von daher denke ich schon, dass wir da eine super Chance haben. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, okay, alles klar. Brechen wir nochmal an, Pflanzenfresser sehr selten, okay. Da würde ich sagen, gucken wir da einfach im nächsten Let's Play, was wir da so reißen können. Da muss ich mir erstmal noch ein bisschen überlegen, was wir da so machen müssen. Wir sammeln jetzt aber erstmal nochmal hier ein bisschen Kohle ein und checken natürlich noch unser Gratis-Paket ab. Das machen wir natürlich auch gleich gemeinsam. Bin ich gespannt, was wir da kriegen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es richtig gut läuft und wenn wir da richtig gut abräumen. Wenn da vielleicht nochmal ein richtig genialer Dino bei wäre. Werden wir sehen, müssen wir gucken. So, dann haben wir hier die Evolution und reicht es, reicht es, reicht es. Alter, bittere Aktion sollte nicht sein. Von daher müssen wir hier gleich nochmal 40 DNS investieren, um den natürlich anschließend auf Level 11 zu pimpen. So, dann gehen wir erstmal eine Sammlung checken. Hier erstmal unsere gratis Wundertüte ab. Was gibt's da? Ich bin gespannt. Und ein neuer Dino, Limnoceles. Okay, den nehmen wir natürlich mit. Haben wir den nicht schon mal am Start hier irgendwo? Auf welchem Level? Auf 30 und auf 30. Ah, cool, cool, cool. Die können wir auf jeden Fall auch noch evolutionieren. Habe ich gar nicht gesehen. Alles klar, können wir im nächsten Let's Play machen. Ich werde auch im nächsten Let's Play hier meinen Park erweitern. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wo ich mich erweitern soll. Hier unten oder vielleicht hier, da, also schreibt in meine Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren.
was ihr dazu so sagt. Also ich würde fast sagen, wir machen das erstmal frei. Dann hat man nämlich hier komplett nochmal ein bisschen mehr Platz. Also das würde ich am sinnvollsten halten. Also weiß ich nicht, aber schreibt ihr das mal in die Kommentare, dass ich auf jeden Fall eine Peilung habe, wie ihr das machen würdet. Gut, wie ihr sagt, erstmal sind wir auch durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.